Am schlimmsten finde ich diese chinesischen Schriftzeichen, wo keine Sau weiß, was das heißt. Da kommt das junge Mädel zum Tätowierer und sagt, hey, ich hätte gern irgendwas auf Mandarin, sowas wie Liebe oder Freundschaft oder der Prinz ist da. Und er sagt, hey, kein Problem, ich komme gleich wieder. Holt sich eine alte Bedienungsanleitung vom CD-Player. Was sag ich, ja. Deutsch, Französisch, Spanisch, hier, Chinesisch, da. Sagt dem Mädel, da steht, Liebe ist alles. Und in Wirklichkeit steht da, bitte den Lesekopf sauber halten. Ja, es ist eine Verarschung. Keine Sau weiß, was da steht.